Bei mir gibt es jetzt einen leckeren Klassiker, einen Bienenstich mit einem Mandelbiskuitteig. Denn den Bienenstich vom Blech mit Hefeteig haben wir ja schon gemacht. Der Klassiker schlechthin. Super lecker. Könnt ihr euch gerne am Ende des Videos angucken, um zu überlegen, welche ihr macht. Auch die Bienenstich Berliner. Super Idee und auch total lecker, wenn ihr noch on top einen draufsetzen wollt. Hier gibt es jetzt einen Bienenstich mit einem Mandelbiskuitteig. Ich brauchte auch gar nicht viel. Eine 26er Backform, da habe ich schon ein Backpapier drin. Ich brauche 4 Eier, 80 Gramm Zucker, ein bisschen Salz, 100 Gramm Mehl, 30 Gramm gemahlene Mandeln und einen gehäuften Teelöffel Backpulver. Ich schlage mir jetzt als erstes die Eier mit dem Zucker und dem bisschen Salz schön schaumig. Das Mehl hatte ich gesiebt. Das vermische ich mir jetzt mit dem Backpulver und den Mandeln, also die gemahlenen Mandeln. Das lasse ich mir jetzt noch vorsichtig hier unterheben. Und der Teig kommt jetzt in meine 26er Form. Darauf kommt jetzt ein bisschen zerlassene Butter. Da habe ich ganz kurz nur in die Mikrowelle gestellt. So 5, 6, 7, 8 Sekunden. Jetzt mische ich mir ein Tütchen Mandelblättchen mit Puderzucker. So 50 Gramm. Und verteile mir die auch auf dem Kuchen. Der Backofen ist schon vorgeheizt auf 160 Grad Umluft. Ich nehme nicht alles, also das reicht schon. Ich denke, so 60 bis 70 Gramm habe ich jetzt hier. Mehr würde ich auch nicht drauf machen, sonst geht der Teig vielleicht nicht hoch. Und der geht jetzt in den Backofen, 160 Grad Umluft, 30 Minuten ungefähr. Ich löse jetzt gleich noch den Ring, aber so darf der jetzt erstmal auskühlen. Das Backpapier kommt jetzt noch ab. So, der stand jetzt hier 2 Stunden ungefähr zum Abkühlen. Da dürfte der jetzt abgekühlt genug sein. Und jetzt muss ich den noch durchschneiden. Jetzt habe ich keinen Tortenretter mehr, also nehme ich mein Brettchen. So, wunderschön sieht der aus. Das Unterteil mache ich mir schon mal auf die Tortenplatte. Da kommt jetzt ein Backrahmen drum. Jetzt schlage ich mir schon mal 600 Milliliter Sahne an und gebe dann 60 Gramm Paradiescreme Vanillepuddingpulver dazu. Und wer mag, ich mag, gibt noch einen Schluck Vanillerum dazu. So 1, 2 Esslöffel. So, meine Creme ist schön cremig. Und die leckere Creme mit dem besonderen Geschmack kommt jetzt hier drauf. Das alles schön gleichmäßig verstreichen. Und den Deckel wieder vorsichtig einsetzen. Ich habe den jetzt vorher nicht geschnitten, weil ich darauf vertraue, dass ich das hinbekomme. Mein leckerer Mandelbiskuit-Bienenstich war jetzt
ein paar Stunden im Kühlschrank. Und jetzt schneide ich mir mal ein Stückchen raus. Geht doch ganz gut mit dem Sägemesser, wenn man das vorher ein bisschen anritzt. Das ging doch schnell und unkompliziert. Ein tolles, feines Rezept für einen Bienenstich mit Mandelbiskuit und nichts schiefgegangen. Lasst es euch schmecken. Bis dahin, Thomas.